Ja, zurück hier zu unserem Kalkbrut-Volk, wo ja eigentlich total hübsch aussieht, aber ihr werdet es gleich sehen, die Kalkbrutwaben sind hier wirklich enorm und das ist halt schon ein klinischer Ausbruch, sowas jetzt zu lassen und darauf zu hoffen, dass sich's von alleine regelt, ist Quatsch, was ich hier jetzt gemacht habe. Also Futter haben sie auf jeden Fall mal genug. Was ich da jetzt gestern gemacht habe, ich habe die Königin rausgenommen. Das heißt, das Volk ist jetzt in der Sekunde auch wirklich weißenlos. Mein nächster Schritt ist, ich nehme jetzt dem Volk sämtliche Kalkbrutwaben komplett aus dem System raus. Hier haben wir schon mal die erste. Ja, die ist, also man sieht es hier, die sind einfach überall befallen. Das ist nicht schön. So, die Jungbienen, die lassen wir natürlich im Volk drin. Die wollen wir da nicht rausnehmen. Also die Wabe hier war jetzt zugegebenermaßen noch die beste, muss man auch sagen. Dann haben wir hier eine Wabe. Das ist eine ganz üble. Ja, also man sieht's, ne? Sowas hier sieht wirklich mies aus. Und dann haben wir hier wahrscheinlich noch mal eine Kalkbrutwabe. Ja, hier sieht man auch die Kalkbrutmumien. Hier, wenn man die ein bisschen schüttelt, dann werden die lose und locker. Jetzt schauen wir, ob wir hier noch mal eine haben oder ob es das dann war. Super, das war's. Gut, also Volk haben wir jetzt sozusagen. Königin raus, Kalkbrutwaben raus. Das heißt, wir haben jetzt hier auch wirklich das wieder saniertes Bienenvolk. Und jetzt habe ich hier ein Volk dabei. Das wurde aufgelöst. Mit Begründung, weil ich hier einen Notfall hatte. Und ihr seht, da sind jetzt auch ein paar Bienen dabei von einem fremden Volk. Das macht aber nichts, da wir hier, wie gesagt, eine weißenlose Bienenmasse haben seit gestern. Und ich habe natürlich auch die Ersatzwaben hier mitgebracht. Sogar noch mit einer schönen Füllung von Futter drauf und die bringen wir jetzt hier logischerweise auf die gleiche Position. So, auch die hier rein. Dann haben wir hier noch mal eine. Da können wir jetzt ein bisschen gucken, ob die Wabe hier nicht größer ist. Nein, ist aber nicht. Also wir arbeiten bei Naturwaben immer abstaffelnd. Vorm Flugloch hängen die größten Waben und dann gehen wir abstaffelnd an die Seite. So, Königin, die kümmern wir uns gleich. Erstmal die Bienen sind mir hier wichtig. So, deswegen müssen auch die Kisten alle stabil gebaut sein, dass die Bienenkisten auch solche Schläge aushalten. Für die Bienen ist das harmlos. Übrigens haben wir hier jetzt heute zwar wirklich schon November, aber wir haben 15 Grad, von daher ist das hier auch überhaupt gar kein Thema. An dem Moment, die Königin wollte ich ja von der Seite reintun. So, also hier oben haben wir eigentlich schon alles erreicht, was jetzt wichtig war. Jetzt setzen wir den Honigraum wieder oben drauf. Stockade mache ich gleich noch. Und wie bei dem anderen Bienenvolk, upsala, falsche Seite. Wie bei dem anderen Bienenvolk gehe ich hier lieber morgen hin und lasse die Königin manuell raus. Und wie gesagt, wenn die Bienenstände weiter weg sind, kann man das auch mit Zuckerteig machen. Ich bin der Freund immer von Königin manuell rauslassen. Dann sehe ich nämlich auch gleich, was da eigentlich passiert ist. So, Königin, ja, wo haben wir hier einen guten Spalt? Bisschen eng hier. So, hier sieht es besser aus. So, wie gesagt, morgen schauen wir an, ob die auch hier gut angenommen wird. Und dann lassen wir sie manuell raus. Und hier haben wir unsere Kalkbrut, die Kalkbrutleichen drin. Ich will jetzt da überhaupt nicht meinen Besen benutzen. Wenn ich da einen Besen nehme, dann bleiben vielleicht die Pilzsporen dann dran kleben. Da gucken wir jetzt, dass wir vielleicht so ein kleines Stückchen Holz irgendwie erwischen.
Mit dem Laubblatt wäre es noch besser dran, aber sowas geht auch. Und dann holen wir erstmal hier unsere Kalkbrutmumien mal raus. Ist schon einiges hier, ne? Muss man auch sagen. Also wer das im Spätherbst noch hat, wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr noch schnell die Königin austauschen. Ja, Kalkbrut ist eine Faktorenkrankheit, hat aber genetische Komponenten. Und wenn ihr jetzt, sag ich mal, die Faktoren, die zu Kalkbrut führen, ausschließen könnt, wie zu hohe Nässe am Bienenstand, also diese Feuchtigkeit oder auch Stress im Bienenvolk, Nahrungsmangel und so weiter und so fort, wenn ihr das alles ausschließen könnt, dann bleibt nur noch die Genetik übrig. Und dann wird es wirklich höchste Zeit, da eine neue Königin reinzubringen. Sonst sind die im Frühling einfach in Gefahr, dass sie sich gar nicht so wirklich gut entwickeln. Und hier sieht man jetzt auch nochmal die Platte. Voll mit Kalkbrutmist. Weg damit. So, das Volk ist gut repariert. Ich freue mich dran. Ich habe hier, wie gesagt, dreimal die Kalkbrutwaben jetzt komplett rausgenommen aus dem Bienenvolk, mit neuen Waben ersetzt. Und eine neue Königin ist drin, mit einer besseren Genetik, die auch bis jetzt hier überhaupt keine Kalkbrutprobleme mir angezeigt hat. Und ja, ich würde sagen, so lassen wir mal das Bienenvolk weiterlaufen. Ciao!